Hi Leute und herzlich willkommen zu Project Castaway und einem kleinen Anfängerguide für euch. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Luni, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Project Castaway ist ein Open-World-Überlebensspiel, bei dem man nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel im Pazifischen Ozean strandet. Das Hauptziel ist das Überleben. Dazu gehört natürlich das Sammeln von Ressourcen, das Herstellen von Werkzeugen, der Bau von Unterkünften und natürlich das Jagen von Tieren. Man kann auch die nahegelegenen Inseln erkunden und sich wechselnden Wetterbedingungen stellen. Die Umgebung ist sowohl anspruchsvoll als auch wunderschön und bietet tropische Strände und üppige Landschaften. Das Spiel wird sowohl im Einzelspieler als auch im Online-Koop verfügbar sein, wann dieser erscheint, ist aber noch unklar. Das Spiel erinnert stark an The Forest und soll angeblich auch vom Film Castaway inspiriert sein. Starten wir mit den Basics und zwar unserer Gesundheitsanzeige unten links. Hier wird uns Folgendes angezeigt: Der Hunger im Allgemeinen, der Durst, die geistige Gesundheit und die Energie und, was ich ziemlich cool finde, ob wir mehr Fleisch oder mehr Gemüse essen müssen. Oben rechts sehen wir dann noch die Uhrzeit und welche Körpertemperatur wir haben. Kommen wir auch schon zum Backpack, den ihr mit Tab öffnen könnt. Wie in The Forest auch, werden euch hier eure angelegten Gegenstände, wie zum Beispiel Äxte, Speere und so weiter angezeigt, die ihr dann auch über die entsprechenden Tasten aufrufen könnt. Also eins zum Beispiel für den Speer, zwei für die Axt und so weiter und so fort. Wenn wir dann hier auf den Pfeil klicken, sind wir im nächsten Fach und wir starten mit einem Orangensaft und einem Seil. Und das solltet ihr mal im Kopf behalten, da kommen wir nämlich später noch zu. Und wenn wir dann auf den zweiten Pfeil klicken, dann kommen wir zu einer Lernrucksackseite. Gehen wir aber weiter zu unserem Crafting-Buch, welches wir mit B öffnen können. Hier haben wir auch wieder verschiedene Reiter, die uns verraten, was wir craften können und welche Ressourcen wir dafür brauchen. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, dann werden euch auch ein paar Quests im Spiel angezeigt, welche ihr unbedingt machen solltet, denn da lernt ihr nämlich auch schon einiges. Bei mir sind die leider nicht mehr da. Ich denke, das liegt daran, dass ich sie eben einmal schon gespielt habe und seitdem, immer wenn ich ein neues Spiel begonnen habe, waren sie halt einfach nicht mehr da. Die Quests sind dann beendet, wenn ihr ein Bett gebaut habt und hier komme jetzt ich ins Spiel. Aber zuvor muss ich mir noch eine Axt craften, weil ich ja die Quests so nicht durchspielen kann. Ihr habt übrigens mehrere Möglichkeiten, wo ihr eure Base in Anführungsstrichen errichten könnt. Das kann entweder irgendwo am Strand sein, wo ihr euch einen Unterschlupf baut, oder aber an einer Stelle, an dem ihr vom Stein geschützt seid. Ich zeige euch jetzt mal diesen Platz, da müssen wir einfach nur hier hochlaufen und wenn wir dann hier oben auf dieser Mini-Plattform stehen, dann sehen wir schon, über uns ist es geschützt und somit werden wir dann auch nicht nass. Ich habe mich aber tatsächlich für eine Stelle am Strand entschieden, denn da kann ich dann später auch das richtige Haus hinbauen. Jetzt geht es ja erstmal nur darum, dass wir so ein kleines Basic-Lager haben, damit wir gut ins Spiel starten können. An dem Punkt habt ihr wahrscheinlich das Bett schon gebaut, deswegen wisst ihr ja bereits, dass man dafür Palmblätter und kleine Äste braucht. Das Bett könnt ihr wieder abreißen oder ihr lasst euer altes Bett einfach da oder ihr bleibt natürlich an dem Platz, wo ihr euer Bett auch hingelegt habt. Wenn wir uns dann hinlegen, dann können wir die Zeit einstellen, wie lange wir schlafen wollen. Wir können auf Schlafen klicken, auf Aufstehen und auf Speichern. Speichern ist ein wirklich wichtiger Punkt in dem Spiel, nur so by the way. Jetzt schauen wir uns aber nochmal die Axt an. Als ihr diese am Anfang gecraftet habt, in einem der Quests, habt ihr dafür das Seil aus eurem Rucksack benutzt. Aber Achtung Leute, die Axt geht kaputt und man kann sie aktuell nicht reparieren. Daher ist der nächste Step wirklich wichtig, denn wir brauchen dafür ein Spinnrad. Das kostet auch nur kleine Äste und eine Metallplatte, von denen finden wir einige, wenn wir am Strand entlang gehen. Sobald das Spinnrad dann steht, brauchen wir noch Blätter der Yucca-Palme. Die sieht so aus und da müssen wir einfach nur, fällen und dann bekommen wir die Blätter. Damit gehen wir dann wieder zum Spinnrad und craften uns Seile. So seid ihr nämlich gut darauf vorbereitet, sollte eure Axt das Zeitliche segnen. Ich hatte nämlich am Anfang das Problem, dass meine Axt kaputt war und ich noch kein Spinnrad hatte und ich tatsächlich einfach nicht wusste, wie ich jetzt die Yucca-Palme fällen soll, weil ich mir ja keine Axt craften konnte. Was auch wirklich schnell voll wird, ist unser Rucksack und daher ist es auch wirklich sinnvoll, sich am Anfang eine Kiste zu bauen, in der ihr ein paar Gegenstände ablegen könnt. Hierfür braucht man nur lange Stöcke, Baumstämme und einmal Stoff. Die Baumstämme haben wir ja eh schon rumliegen, die langen Äste bekommen wir, wenn wir auf die Baumstämme einkloppen
und der Stoff liegt auch oft am Strand rum. Und voilà, wir haben eine Kiste. Mit dem Stoff solltet ihr euch auf jeden Fall auch schon mal ein oder zwei Verbände craften, das ist nämlich auch sehr wichtig. Denn es gibt nämlich auch Tiere, die euch gerne mal aus dem Nichts angreifen und ja, dann seid ihr auf jeden Fall vorbereitet. Weiter geht's mit dem Unterstand und hier empfehle ich euch den Large Shelter, weil ihr hier einfach ein bisschen Platz drinnen habt. Doch bevor wir den bauen, kümmern wir uns um ein Feuer. Achtet hier darauf, dass ihr eins craftet, bei dem ihr auch Essen machen könnt. Ich empfehle euch aber generell, die Metal Barrel zu craften, weil ich der Meinung bin, die Gegenstände lassen sich leichter zusammensuchen, beziehungsweise finden wir das Fass und alles, was wir dafür brauchen, auch unweit am Strand. Habt ihr das Feuer dann gebaut, dann brauchen wir natürlich noch Nahrung. Wir craften uns also einen Speer, den findet ihr natürlich auch im Menü unter B. Und dann geht's los und wir jagen mal hier eine Schildkröte. Ihr könnt aber natürlich auch Krabben jagen, Bären suchen und so weiter. Aber darauf gehe ich dann in einem anderen Video ein. Wenn wir unser Fleisch also haben, auf zum Grill mit uns, Feuer entfachen, indem ihr F spammt. Das finde ich tatsächlich wirklich irgendwie ein bisschen anstrengend. Und dann könnt ihr das Fleisch aus eurem Rucksack auch einfach drauflegen. Der Panzer der Schildkröte ist am Anfang tatsächlich auch wichtig, denn hier könnt ihr Regen sammeln, was ihr natürlich braucht, um zu trinken. Genau, und dann bauen wir hier noch meinen Unterschlupf fertig und stellen mir eine Fackel rein und dann geht es natürlich auch schon ins Bett. In dem Sinn, Leute, ich hoffe, ich habe euch für den Einstieg ein wenig geholfen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat.